Heute möchte ich einen Rautenschal häkeln und habe mir dafür dieses Garn ausgesucht. Das ist ein Fliederton und das ist von Wolleule Alex. Das sind ungefähr 400 Meter. Ich habe das schon gewogen, das sind genau 100 Gramm. Ich werde das jetzt erstmal zu einem Knäuel oder Bobbel wickeln und dann ja, geht es mit der Anleitung los. Bis gleich! Das Garn ist fertig gewickelt. So sieht es jetzt aus. Und ich würde sagen, los geht's. Ich habe mich jetzt für eine Häkelnadel 2,5 entschieden. Ich muss mal gucken, ob das so funktioniert. Ich zeige euch in jeder Reihe, was wir getan haben. Also ich häkel erst und dann zeige ich euch das auf dem Papier. Also wir häkeln einen Rautenschal und ab der Reihe 9 ist das eine Wiederholung von Reihe 1 bis 8. Und die Kreise sind Luftmaschen und die Kreuze oder diese Ts sind Stäbchen. Und wir fangen an. Das kann ich euch ja schon mal zeigen, ob ich das jetzt hier hinkriege. Wo ist es? Mit 47 Luftmaschen. Ich würde sagen, das machen wir mal jetzt. Anfangsschlaufe. Und das ist unscharf, weil er sich da fokussiert, ne? Ich schiebe das mal weg. Dann sollte er eigentlich, hallo, Fokus, jetzt. Okay, also eine Anfangsschlaufe und dann 47 Luftmaschen. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da geht's schon los. Ja, 10 Stunden später. 2, 4, 6, 8. Wieso will der Fokus nicht? Neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 47. 47 Luftmaschen. Dann häkeln wir zwei Luftmaschen für die Höhe. 1, 2 und machen ein Stäbchen in die dritte Luftmasche hier. Nächstes Stäbchen.
Nee, das ist eine Luftmasche. Das ist jetzt so lange, bis wir 7 Stäbchen haben. Also diese 2 Anfangsluftmaschen werden nie mitgezählt. Die sind einfach nur für die Höhe. Haben wir jetzt 2, 4, 5. Sechs. Und 7. Jetzt kommt eine Luftmasche. Wir überspringen hier unten eine Masche und nehmen die nächste und machen da wieder ein Stäbchen. Und in die nächsten Maschen auch, und zwar, dass wir insgesamt wieder 7 haben. Also 2, 3, 4, 5. Sechs. Und 7. 2, 4, 6, 7. Ja. Eine Luftmasche. Eine Masche überspringen und in die nächste wieder einstechen. Masche Nummer 4. Fünf. Jetzt muss ich mal gerade vorbeischmollen. 5. Dann habe ich die so eng gemacht. 5. Okay, ich hätte vielleicht eine größere Häkelnadel nehmen sollen. Unter der Kamera ist das wieder echt schwer für mich zu sehen. Jetzt habe ich sie. Zwei, vier, sechs, eine noch. Sieben. Eine Luftmasche. Eine Masche überspringen und in die nächste einstechen. Oh Gott, und wenn ich weiter so langsam häkel, reicht mein Akku nicht. Uiuiui. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf, sechs und 7. Luftmasche. Eine Masche überspringen und in die nächste einstechen. Eins. Zwei. Drei. Vier.
5. Sechs, sieben, eine Luftmasche, eine Masche überspringen und in die darauf folgende einstechen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und in die letzte, die siebte. So, das war der Anfang und die Reihe 1. So sieht das jetzt aus. Es kringelt sich hier jetzt noch ein bisschen, aber das wird dann besser. Ich zeige euch das mal hier jetzt auf meiner Zeichnung. So sieht das jetzt aus. Wir haben 47 Luftmaschen gemacht, dann 2 Luftmaschen für die Höhe und dann immer 7 Stäbchen Luftmasche, 7 Stäbchen, bis wir hier hinten wieder angekommen sind. So, jetzt mache ich eine Pause, lade das Akku und dann sehen wir uns bei Reihe 2. Bis gleich. Gut, der Akku ist jetzt geladen. Ich würde sagen, wir machen weiter mit Reihe 2. Dazu macht ihr 2 Luftmaschen. Dann wird die Arbeit gewendet. Und dann folgt ein Stäbchen gleich hier in das erste Stäbchen der Vorrunde. Und noch 5 weitere Stäbchen. In jede Masche der Vorrunde. 2, 3. Wenn ihr so ein paar Nebengeräusche hört, das ist draußen sehr, sehr stürmisch. Da pfeift das gerne mal durch die Regel erst der Fenster. Also nicht wundern. Ihr habt keinen Tinnitus. So. So, jetzt müssten wir 6 Stück haben. 2, 4, 6. Das hier, diese 2 Luftmaschen, die ich hier festhalte, die werden nicht mitgezählt. Also das ist nur, damit da nicht so eine doofe Lücke entsteht. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, 1 bleibt übrig. Da machen wir jetzt eine Luftmasche. Überspringen sozusagen mit der Luftmasche dieses Stäbchen hier und gehen durch den Luftmaschenbogen hier durch und machen da ein Stäbchen. Jetzt kommt noch eine Luftmasche. Wir überspringen wieder ein Stäbchen und stechen hier in das nächste ein. Dann folgen wieder Stäbchen und zwar 5 Stück, 3, 4, 5, ein Stäbchen der Vorrunde bleibt übrig, eine Luftmasche, ein Stäbchen um den Luftmaschenbogen. Oh nein. So, nochmal. War da jetzt eine Luftmasche? Ja, da war schon eine. Na gut.
Ich häkel nicht so oft mit so einer kleinen Nadel. Was haben wir hier? 2,5. So, Luftmasche. Stäbchen um den Luftmaschenbogen. Luftmasche. Ein Stäbchen überspringen und hier in das nächste Stäbchen oben einstechen. Und jetzt kommen wieder 5 Stäbchen. Und 5. Eine Luftmasche, Stäbchen überspringen durch den Luftmaschenbogen und ein Stäbchen machen. Luftmasche, ein Stäbchen überspringen und das nächste einstechen. Und es folgen wieder 5 Stäbchen. Vier, und 5. Luftmasche durch den Luftmaschenbogen, ein Stäbchen, Luftmasche und wieder das zweite Stäbchen der Vorrunde. Dieses Muster ist auch sehr leicht zu merken, zumal ihr dann ab Reihe 9 wieder auf eure erste Reihe schauen könnt. Da wird nämlich alles wiederholt. Na, da fehlt einer. Irgendwie habe ich einen Frosch im Hals. Fünf Luftmasche. Stäbchen um den Luftmaschenbogen. Luftmasche. Und hier wieder einstechen. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und 6. Muss ich selber mal schauen kurz. Ah ja, da. Okay. Also hier oben in die Masche von dem letzten Stäbchen. Ja, es macht hier an der Seite eine kleine Beule durch die 2 Luftmaschen für die Höhe. Aber das gefällt mir besser, wenn das so leicht wellig ist am Rand, als wenn da so eine doofen Löcher entstehen. Und das war jetzt Reihe Nummer 2. Man kann schon was erkennen. Und Reihe 2 sieht dann so aus. Ich habe mal hier so ein Klemmbrett. Das war mal ursprünglich ein Klemmbrett. Da habe ich mir Magnetstreifen draufgeklebt, 3 Stück. Und auf dem Lineal so kurze Stücken. Und dadurch kann man das Papier hier so ein bisschen festhalten. Das war jetzt Reihe Nummer 2. Am Rand sind 6 Stäbchen und mittig waren jetzt 5. Und da am Rand sind wieder 6. Kommen wir zu Reihe Nummer 3. Ich schiebe schon mal das Blatt Papier hoch, damit ich die Reihe sehe. So.
Für Reihe Nummer 3 machen wir wieder zwei Luftmaschen, wenden unsere Arbeit und dann kommen 5 Stäbchen. Wir gehen gleich hier vorne bei dem ersten. Hoch. Nochmal. Eins. Zwei, drei, vier, fünf. Eine Luftmasche. Wir überspringen sozusagen das Stäbchen hier und gehen durch den Luftmaschenbogen. Machen dort ein Stäbchen. Ein weiteres Stäbchen kommt jetzt in dieses Stäbchen. So Stäbchen sagen, klingt so ein bisschen wie ein Zungenbrecher. Moment, aber nicht falsch. Da ist besser. Und ein weiteres Stäbchen in den nächsten Luftmaschenbogen. Eine Luftmasche. Wir überspringen ein Stäbchen. Stechen hier ein, also in das zweite Stäbchen hier. Und jetzt kommen noch zwei. Jetzt kommt eine Luftmasche. Stäbchen um den Luftmaschenbogen. Habe ich gerade Stäbchen gesagt? Also eine Luftmasche und dann ein Stäbchen. Eieiei. Das ist echt fummelig mit so einer kleinen Nadel. Ich bewundere immer die Leute, die diese Filet-Häkelei machen mit so einer mini-kleinen Häkelnadel, wo man vorne noch kaum mehr den Haken sieht. So, 3 Stäbchen. Luftmasche. Wieder ein Stäbchen überspringen und dann das nächste einstechen. Drei Stück davon. Luftmasche. In den Bogen. Das nächste Stäbchen. Luftmasche. Ein Stäbchen überspringen und in das nächste einstechen. Das war wieder ein bisschen falsch. So. Stück Luftmasche durch den Bogen durch und ein Stäbchen. Dann eins über dem Stäbchen in der Mitte und wieder ein Stäbchen um den Luftmaschenbogen. So, nochmal. Luftmasche, ein Stäbchen überspringen und hier in das nächste einstechen. Wieder falsch. Eins, zwei. Und 3. Luftmasche. Und noch einmal das Ganze
Stäbchen in den Luftmaschenbogen, Stäbchen in die Masche der Vorrunde und noch ein Stäbchen um den Luftmaschenbogen. Eine Luftmasche, Stäbchen überspringen und hier in das nächste einstechen und 5 Stäbchen häkeln. Vier. Und 5. Das war Reihe Nummer 3. Und ihr seht schon, oder man kann schon gut erkennen, dass das hier Dreiecke wären. Und hier beginnt unsere erste Raute. Ja. Reihe Nummer 3. 5 Stäbchen, dann immer 3. Und hier hinten wieder 5. Kommen wir zu Reihe Nummer 4. Zwei Luftmaschen, die Arbeit wenden. Und jetzt kommen 4 Stäbchen. Eins, zwei, drei. Vier. Eine Luftmasche. Dann in den Luftmaschenbogen gehen. Die nächsten 3 Stäbchen der Vorrunde behäkeln. Eins, zwei. Und noch ein Stäbchen um den Luftmaschenbogen. Und somit haben wir jetzt 5 Stäbchen. Es kommt eine Luftmasche. Wir überspringen das Stäbchen und stechen hier in dieses ein. Sozusagen unsere Spitze ist dann fertig. Seht ihr? 7, 5, 3, 1. Eine Luftmasche. Und wir gehen durch den Luftmaschenbogen. In die 3 Maschen der Vorrunde. Jeweils ein Stäbchen. 1, 2, und 3 und noch ein Stäbchen um den Bogen. Und somit haben wir wieder 5. Eine Luftmasche, eine Spitze, Luftmasche um den Luftmaschenbogen. Und jetzt kommt wieder unsere Fünferreihe. 2, 3, 4 und 5. Luftmasche in die Masche hier einstechen und da haben wir wieder eine Spitze.
Luftmasche um den Luftmaschenbogen rum, ein Stäbchen, zwei, drei, vier. Und das fünfte Stäbchen um den Luftmaschenbogen. Luftmasche, Stäbchen hier in die Mitte. Luftmasche, Stäbchen um den Luftmaschenbogen. Zwei, drei, vier und fünf. Luftmasche, eine Masche überspringen und hier in die nächste oben einstechen. Da kommen vier Stäbchen jetzt noch hin. Also insgesamt. Drei. Und vier. So sieht das jetzt schon aus. Und Reihe Nummer 4 auf dem Papier sieht dann so aus. 4, dann immer 5 und dazwischen den 1er und hinten wieder 4. Kann das Muster sehr gut sehen. Hier ist das Dreieck jetzt fertig und hier ist jetzt der Anfang von den Rauten zu sehen. Ich mache mal kurz eine Pause und dann sehen wir uns bei Reihe 5. Reihe 5 startet wieder mit zwei Luftmaschen für die Höhe und es werden drei Stäbchen gehäkelt. Eins, zwei, und 3. Jetzt folgt eine Luftmasche. Gehen um den Luftmaschenbogen rum und machen dort ein Stäbchen. Jetzt häkeln wir 5 Stäbchen auf den Stäbchen der Vorrunde. Wenn ich hier die Masche mal treffe. Und ein Stäbchen um den Luftmaschenbogen. Jetzt haben wir unsere Mitte erreicht. Das sind jetzt 7 Stäbchen, so wie am Anfang hier auch 7 Stäbchen waren. Luftmasche, Stäbchen überspringen und in den nächsten Bogen ein Stäbchen machen. Jetzt folgen wieder eine Reihe Stäbchen
Und zwar bis zum nächsten Luftmaschenbogen. Zwei, vier, sechs und ein siebtes um den Luftmaschenbogen. Zwei, vier, sechs, sieben. Luftmasche, Stäbchen überspringen und in den nächsten Bogen ein Stäbchen häkeln. Zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben. Luftmasche, Stäbchen überspringen und hier durch den nächsten Luftmaschenbogen durch und wieder ein Stäbchen machen. Vier, fünf, sechs und sieben. Luftmasche, Stäbchen überspringen und Stäbchen um den Luftmaschenbogen. Luftmasche. Das war falsch. Keine Luftmasche. Jetzt kommen wieder Stäbchen. Ganz normal. Nix Luftmasche. Das Muster an sich ist jetzt auch nicht völlig was Neues. Ich habe lediglich den Rand etwas geändert. Normalerweise zieht man sich den Rand, das Muster bis zum Rand durch. Das war mir aber zu löchrig und deshalb habe ich mich entschieden, den Rand ein bisschen dichter zu häkeln, indem ich da eine Stäbchenreihe mache. So, 2, 4, 6, 7 haben wir. Luftmasche. Wir überspringen ein Stäbchen und stechen hier in das nächste ein. Und dann folgen noch zwei Stäbchen, sodass wir insgesamt dann 3 haben. Und 3 ist jetzt auch schon die kleinste Zahl, die wir hier am Rand erreichen. Wir werden nämlich jetzt wieder größer. Das war Reihe 5. Und Reihe 5 sieht dann so aus. 3, dann immer 7 und hier hinten wieder 3. Kommen wir zur Reihe 6. Wir starten wieder mit zwei Luftmaschen, wenden die Arbeit und häkeln jetzt 4 Stäbchen. Das erste gleich hier vorne. 1, 2, 3. Jetzt häkeln wir das vierte um den Luftmaschenbogen. Dass das Ganze so aussieht. Ich halte es mal ein bisschen. Eine Luftmasche
Wir überspringen ein Stäbchen und gehen in das nächste hier rein und häkeln insgesamt 5 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. Eine Luftmasche um den Luftmaschenbogen rum. Wieder eine Luftmasche. Wir überspringen ein Stäbchen und stechen hier in das nächste ein. Da machen wir wieder 5 Stäbchen. Eine Luftmasche durch den Luftmaschenbogen. Mal gerade was gucken hier. Ne, ist richtig. Eine Luftmasche. Stäbchen überspringen und hier in das nächste einstechen. Für das erste Stäbchen. So. Ah, Moment, das muss ich nochmal machen. Zwei. Drei. Vier. Und 5. Luftmasche. Stäbchen um den Luftmaschenbogen. Luftmasche. 1 überspringen und in die nächste Masche einstechen. Für 5. Eine Luftmasche, ein Stäbchen um den Luftmaschenbogen herum, eine Luftmasche, wieder ein Stäbchen überspringen und hier in das zweite einstechen. Zwei. 3, 4, 5. Luftmasche, Stäbchen um den Luftmaschenbogen herum und jetzt noch 3 weitere Stäbchen. 1, 2, 3, sodass ihr insgesamt wieder 4 habt. Und das war Reihe Nummer 6. Und Reihe Nummer 6 sieht dann so aus. 4, dann immer 5,
Und dazwischen den einen, genau. Jetzt muss ich nochmal gucken. Und hier hinten wieder 4. Das heißt, hier beginnt schon wieder die nächste Raute. Und die hier wird jetzt immer kleiner. So, Reihe Nummer 7 ist dran. Kleines bisschen schieben. So. Reihe Nummer 7 beginnt mit 2 Luftmaschen. Dann wird die Arbeit gewendet und wir häkeln 5 Stäbchen. 1, 2, 3, 4. So, das sind jetzt die 4 auf der Vorrunde und noch ein Stäbchen um den Luftmaschenbogen herum. Damit 5. Jetzt kommt eine Luftmasche. Wir überspringen das erste Stäbchen und stechen hier in das zweite ein und häkeln insgesamt 3 Stäbchen. Zwei, drei. Eine Luftmasche. Luftmasche um den, ein Stäbchen um den Luftmaschenbogen. Ein Stäbchen in das Stäbchen der Vorrunde. Und noch ein weiteres um den Luftmaschenbogen. Luftmasche. Drei Stäbchen. Luftmasche. Drei Stäbchen. Das wechselt sich jetzt immer ab. Luftmasche, Stäbchen überspringen und wieder 3 Stäbchen machen. 1, 2, 3. Ich weiß nicht, warum er nicht automatisch fokussiert. Oh. Das war, glaube ich, jetzt ein bisschen laut. Ich bin ans Mikro gekommen. Eine Luftmasche. Ein Stäbchen um den Luftmaschenbogen. Ein Stäbchen in die Masche der Vorrunde. Und ein weiteres Stäbchen um den nächsten Luftmaschenbogen. Dann wieder 3 Luftmasche, 1 überspringen und hier in das zweite einstechen. 8, das wiederholt sich jetzt hier. Das brauche ich ja nicht immer wieder sagen. Ihr seht, was ich hier häkel. Und ich zeige euch ja im Nachgang immer auch die
Häkelschrift, weil viele kommen mit dem gehäkelten klar und viele wollen lieber nochmal die Häkelschrift sehen. Deswegen mache ich das jetzt hier, zeige ich beides. Und hier am Ende werden jetzt 5 Stäbchen gehäkelt. Oder nicht? Jetzt. So, das war Reihe Nummer 7. Ihr seht, was ich meine. Es wird hier ein kleines bisschen wellig. Ich finde es nicht schlimm. Ist mir lieber, als wenn ich da 3 Luftmaschen mache und das als Stäbchen zähle, denn da steht da so ein doofes Loch und das möchte ich nicht. Ja. Reihe 7 sieht geschrieben dann so aus. 5 Stäbchen, 3, 3, 3 bis einmal durch und hier hinten wieder 5. Kommen wir zur 8. und letzten Runde. Startet wieder mit 2 Luftmaschen für die Höhe. Dann kommen wieder Stäbchen. Insgesamt 2, 4, 6. Genau. Einen haben wir schon. Zwei. 3, 4, 5 und das 6. Stäbchen ist schon um den Luftmaschenbogen herum. Eine Luftmasche. Wir überspringen das 1. und stechen hier in die Mitte ein. Das ist unsere Spitze der Raute. Jetzt könnt ihr sehen, die Raute ist fertig. Eine Luftmasche um den Bogen herum. Zwei, drei, vier und die 5. ist um den Bogen herum. Hier beginnt nämlich schon die nächste Raute wieder. Eine Luftmasche und ein Stäbchen hier in die Mitte. Als Spitze für die fertige Raute. Eine Luftmasche um den Bogen herum. Ja, richtig. Drei. 4 und 5. Luftmasche und Stäbchen hier in die Mitte. Luftmasche
um den Bogen herum, ein Stäbchen, drei Stäbchen auf die Maschen der Vorrunde setzen. Noch ein Stäbchen um den Bogen herum, sodass wir wieder 5 haben. Eine Luftmasche, ein Stäbchen hier in die Mitte, noch eine Luftmasche um den Bogen herum. Eine Luftmasche, ein Stäbchen für die Mitte, Luftmasche um den Bogen herum, und hier jetzt am Ende kommen wieder 6 Stäbchen. Jetzt haben wir schon 3. Vier, und 5. Und die 6 nicht vergessen. So, 2, 4, 6. Das war Reihe Nummer 8. Ihr habt jetzt einmal die Raute hier in der Mitte. Und ab Reihe 9 beginnt ihr wieder mit Reihe 1, also die Wiederholung. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie die Reihe Nummer 8 aussieht. Und zwar sieht die so aus. 6 Stäbchen, 1, 5, 1, 5, immer Wechsel. Und am Ende wieder 6 Stäbchen. Ich habe die Reihe 9 jetzt nochmal aufgezeichnet. Aber ihr könnt gucken, die sieht identisch aus wie Reihe 1. Also wenn ihr 1 bis 8 gehäkelt habt, folgt wieder die 1, dann die 2 und so weiter und so fort. So, dass hier jetzt wieder die nächste Raute entsteht. Und der Rand hier schön stabil bleibt durch die ganzen Stäbchen. Ja, das war's. Ihr häkelt jetzt so lange, wie ihr lustig seid, wie ihr Lust habt, wie euer Schal lang werden soll, oder halt, wenn das Garn alle ist, ist es alle. Ich glaube, ich habe mich jetzt komisch ausgedrückt, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt das theoretisch auch breiter machen, also nicht als Schal von Hals jetzt nur. Ihr könnt daraus auch eine Stola machen oder eine Decke. Das ist jetzt ganz euch überlassen. Ich zeige euch jetzt nicht, also normalerweise häkel ich jetzt zu Ende für mich alleine und zeige euch das fertige Objekt. Das mache ich jetzt hier nicht, weil das Video soll jetzt nicht so lange dauern, bis ich es hochlade. Das werde ich also mal, den fertigen Schal werde ich euch in einem anderen Video zeigen, mit ein paar anderen Sachen zusammen. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein paar Bilder schickt von euren Werken. Gerne auch mal einen Kommentar da lassen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ne? Bis dahin!